Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mechabellum. So, ich meine, es ist heute wieder. Was haben wir denn? 4 gegen 4 oder alle Mann gegen die Mitte? So. Jetzt die Vorreiterrunde, das ist schön, Elite. Zwei Einheiten ist natürlich gut. So. Ah, alle gegen die Mitte. Okay, wunderbar. Ja, wollen wir mal gucken. Habe ich mit den Fängs ein bisschen was? Scharfschütze, Kriecher, Mustangs. Was aufstellen kann. Der Gegner hat Vorschlaghammer, das ist natürlich auch schön. Dass wir dieser Tanky sind. Die Steigerung können auch ganz schön. Ganz schön stark werden. Naja, bin ich der Letzte. Wo ist denn noch einer? Da läuft noch einer rum. Arclight. Arclight gegen Arclight. Arclight gewinnt. Dummer Spruch. So, was haben wir denn da? Feuerdachs. Sofort. Diese kleinen Einheiten da vorne. Reichweite höher, kann ich den auch dahinter stellen. Kann ich da irgendwann noch mal ein bisschen was. So, was entsperren wir denn da so Schönes? Nächste Runde ein Skorpion. Ja. Ach, diese.
Ja, super. Freitags gegen Stahlkugel. Habe ich keinen Weg gefunden, den Hacker hier quasi. Rang 1, den ich, ah egal. Deswegen habe ich ja nächste Runde die Skorpione. Kann man dann ein bisschen so. Ansonsten läuft es ganz gut. Was haben wir denn da? Das sind glaube ich Bots. Ja, das ist ein Bot. See, wer nennt sich sonst hin? Oder? Also. Ivory und. Die Runde war eher schlecht. So, klebrige Bombe, Umkopierung. Den nehme ich mal mit. Was haben wir denn da? Ein Taifun. Schuss. Kann mir definitiv keinen zweiten leisten. Der Doppelschuss. Und dann hoffen wir mal, dass wir. Das läuft, dieses Spiel läuft nicht gut. Irgendwie habe ich mich da entweder verskillt oder ver. Ich habe keine Ahnung. Obwohl. Macht eigentlich einen ganz guten Job. Der macht eigentlich einen ganz guten Job. Gehen wir mal ein paar Punkte. Was gegen die Wespen mache ich nicht viel. Schlecht. Schild. Kein Aufstieg. So, dagegen zwei Geister. Dann könnte ich die vielleicht noch ein bisschen. Oh Gott, der hat ja mal ein bisschen was. Wespen, 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 Wespen. Ja, der geht auf Wespen. Ist auch gar nicht schlecht, eigentlich hier, sich auf Flieger quasi zu spezialisieren.
Ja, die Dinger machen halt auch unglaublich Schaden. Zu dem, was sie kosten. Wenn wir noch irgendwie Reichweite kriegen, dann ist das echt bitter. Muss ich mal modifizieren bei mir. Reichweite und Flugabwehr. Das haben wir nicht. So, aber Typhoon. Luftabwehrspezialist gebe. Mal einen zweiten hole. Kann ich dann befördern? Ja. Mach so immer wieder ein bisschen was und das ist halt doof. Also ich müsste mich auf eine Sache richtig spezialisieren, der eine Barriere kriegt. Mechanische Wut, dann ziehen die halt auch ein bisschen mehr durch und dann habe ich viel mehr von diesen Einheiten. Hätte ich wahrscheinlich vorher machen sollen, Typhoon. Dann hätte ich auch gegen die Wespen agieren können. Ja, das sind noch Sachen, wo man noch lernen muss. Und als nächstes würde ich mir noch ah, wie heißt er denn? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Hier Schmelzpunkt. Die sind eigentlich gut, besonders gegen die großen Viecher, die jetzt mal langsam kommen. Und wenn die dann langsam Erfahrungspunkte sammeln, ist das auch eine gute Sache. Hält aber mal aus hier, der Level 8 Rhino. Der hält aber was aus. Muss man sagen, der war aber bitter böse. So, kriegt dann nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte, das ist gut. Die Wespen vom Himmel. Meine Basis ist kaputt, aber mit ein bisschen Glück. Der Bot, der gerade jetzt gewinnt. So. Kleine Rekrutierungskosten. Das ist gut. Ich wollte mir jetzt einen Schmerzpunkt holen. Der muss noch gute Reichweite kriegen. So. Der hier nach vorne mit.
die Feuerdachse müssen auch mal irgendwann befördert werden. Was haben wir denn da? Level 1 Kriecher, Level 1, 1. Da hinten kommen dann die Level 6 Mustangs. Das ist so bitter. Der den Nachteil. Man sieht nichts mehr, nur Flammen, 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 Flammen. Stark, wir müssen nur eine neue Panzerung bekommen. So, da rückt die Wespe vom Himmel. Ohne Probleme. Dann wahrscheinlich bald wieder ein Aufstieg. Müsste auch einen Aufstieg haben. Du müsstest es schaffen, dass du die beiden hier besiegst. Schwimmen. Ja. Jawohl. Ach, schade. Das sah doch schon ganz gut aus. Einen Mustang, Vulkan, Geist. Ein Level 6 Geist. Mechanische Wut. Wollte ich jetzt noch machen. Ach shit, von dem kriege ich nicht mehr das Upgrade. Eben auch nicht. Aber ja. Schade. Level 7 wäre natürlich noch viel besser. Ich muss mal erhöhte Reichweite noch haben. Kann ich wahrscheinlich die Lenkrakete rausnehmen. Ich habe den irgendwie noch nicht probiert. Also ob das jetzt gut ist oder nicht, könnt ihr mal Kommentare schreiben. Das weiß ich gar nicht genau. So, Reichweitenerhöhung. Ah, ich weiß, das ist noch nicht. Guck mal da, Level 2. So, der holt die eben mal eben alle vom Himmel. Relativ zielgenau und passend. Ist Level 2 3 geworden, das ist gut. Level 5. Ich hab davon Level 6 und ein bisschen andere Zeugs. So, ihr macht auch einen Job. Das läuft eigentlich ganz gut. Das passt. Ah. Na komm, das gewinnen wir noch. Jawohl. Endlich mal eine Partie gewonnen hier. Das geht doch mal ein bisschen jedenfalls voran. So, erhöhten
300. Nee. Geschwindigkeit. So, ja. Barriere brauchen wir nicht. Du brauchst ein Upgrade. Du kriegst dein Upgrade. Gut, definitiv. Schade, passt nicht hin. Mal so. So. Jetzt habe ich noch 400. Machen wir halt 400. Kannst noch befördert werden. Du kannst ja noch ein bisschen. Verstärkung, Reichweite. Gefällt mir alles nicht. Gefällt mir alles nicht wirklich. Kannst eine höhere Reichweite haben. Wird wahrscheinlich ein bisschen was bringen. Ihr könnt nichts, ihr könnt nichts. Ja, komm. Die Reichweite, dann ist das in Ordnung. Und los geht's. Ja. Gut. Das läuft schon mal in Ordnung. Die müssten wir jetzt eigentlich vom Himmel holen, relativ zügig. Ja, das klappt gut. Ja, die Taifun ist einfach gegen die Westen. Muss man mal merken. Echt eine gute Sache. Die sind da. Ach, aber gegen eine. Was hat er denn da? Das sind die normalen Westen. Ja, okay. Komplett alles, was geht. Das ist mal was anderes, was Neues. Da kommt auch ein Taifun nicht gegen an. Da müsste ich da echt mal ein bisschen aufrüsten. Ja, vielleicht sogar noch eine Barriere holen. 500, aber man sieht's. Also es geht gut voran. So, Ivory hat die Punkte bekommen. Und wir schauen mal eine Kriegsfabrik. Zentrum. Ich kenne mich mit der 500. Ja, es lohnt sich aber. Normalerweise. Bis 700. Kein Geld. Nur eine kleine Beförderung. Dann war es das schon. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen Sandwurm nehmen sollen oder irgendwas. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja wieder mal so Massenangriffe. Hätte ich lieber noch. Na komm, krieg die Fabrik noch. Wahrscheinlich nicht. Hätte ich noch so einen Schmelzpunkt da haben müssen. Ah, der Taifun ist schon wieder aufgestiegen, der Phoenix auch.
So, Ivory. Ah, der macht es. Bin letzter. Bitter. So. Einen Schmelzpunkt. Definitiv. Kann ich noch einen leisten? Ne, kann ich nicht, aber ich könnte noch Upgrades verteilen. Fragt sie nur an wen? An ihn zum Beispiel. So, dann wollen wir mal gucken. Truppen massiv. Also Ivory kriegt heute die große Ladung. Ah, Level 9 Typhoon, der ist schon. Genau, ich glaube, sind tolle Lebenspunkte. Ich habe dafür ein Schutzschild, 10.000, also ganz normal. Ändert sich nichts. So, und es geht los. Brandbomben, Brandbomben, Brandbomben. Nehmen wir mal die ganzen Viecher vom Himmel. Kriegsfabrik. Unter Feuer genommen. Der Schmelzpunkt tut seine Arbeit und das ja sogar sehr gut. So, wir teilen uns natürlich auf, das ist immer von Vorteil. Also, das meine ich jetzt sehr ironisch. So, was haben wir denn da? Level 4 Schmelzpunkt. Der Sandwurm. Den hätte ich mal nehmen sollen. Schön unterirdisch, zack, da durch. Besser als die Flammenwerfer. Boah, Ivory, der zieht ab. Damit herzlichen Glückwunsch, Ivory. Und ich bin Letzter. Aber sogar der Bot ist besser als ich. Echt peinlich. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und dann wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.